Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Hydroneer. So, wir düsen direkt los. Ich bin schon wieder viel zu nah am Mikrofon. Tut mir leid, dass ich so schreie. Wir düsen direkt. Wir düsen direkt los. Hierhin. So. Um uns ein paar. Ein paar hiervon. Großes Fundamentding zu holen. So. Sitzt. 400 haben wir da noch. Da kriegen wir schon noch ein paar für. So. Schade, dass das hier nicht geht. Einfach jetzt. Oder? Nein, geht nicht. Hä? Ist zu weit weg, um on the fly zu drücken. Hä? Hä? So. Müssen wir es halt immer eben schnell abstellen. Das Fundamentchen. Gleiche Musik, gleiche Handlung. Hat so ein bisschen was von Schallplatte hängt. Voll die Leier. Hä? Hä? Was denn? So. Und so. Hä? Hä? Zack. Ein riesiges Haus könnten wir natürlich auch noch bauen. Oder ein Turm. Oder weiß der Fuchs, irgend sowas. Denn Kohle haben wir jetzt definitiv genug. Wir haben quasi ausgesorgt mit 16 Bohrern. Und vor allem 16 Davids, die die Bohrer kontinuierlich mit Erde versorgen. So dass unser Claim niemals ausgeht. So. Ich treff's nicht. Hey, kann man da Musik machen? Naja, nee, nicht ganz. Wie denn jetzt? Alter. Jetzt. So, reicht auch. Furniture könnte man noch ein bisschen kaufen. Wobei.
Wir könnten natürlich auch den ganzen Bauschutt hier, also das ganze bauübrige Zeug hier, könnten wir natürlich auch noch alles wegfahren. Und recyceln lassen. Dann wäre es weg. Aber naja, ich weiß auch nicht. Wir können es auch da liegen lassen. Wo es jetzt liegt, es nimmt ja kein Essen. So, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Bis auf diese komischen Streifen von der Sonne, die hier so durchtingeln. Seht ihr die auch? Hier so? Ja, im OBS sieht man es auch. Okay, schlafen. Hüpp. Und zack. Und zack. So. Einen Hammer. Den hier. Okay, alles fest. So. Hier theoretisch das Gleiche. Ach, fahren wir hier drüber. Das wäre es ja jetzt. Loch drin. Wasser spritzt raus. Druck sinkt. Bohrer gehen reihum aus. Ja, wohl, so gut wäre das nicht. So. Dann geht's also hier weiter. Mit dem Betonfundament. Hier ein bisschen abgraben, das ganze Zeug. So, der hier ist aber schon auf der Platte, das gilt so nicht. Bohrt der dann auch nicht mehr? Sah gerade zumindest so aus, als hätte der tatsächlich nicht mehr gebohrt. Naja, aber allein optisch wäre es seltsam. Ich könnte mal ein Stückchen weiter darüber fahren. So. Huch, das war's schon wieder. Naja, das ging aber wieder schnell.
Hä? Drüber habe ich doch zweimal gehauen, oder nicht? Nö, offensichtlich nicht. Na gut. So. Dann möchte ich mir gern mal die Barren anschauen, wie sie im Moment sind. Bei was für einem Amount wir sind. ...17.900. Na. Na wunderbar. Kommt jetzt auch deutlich mehr Clodium bei raus. Deutlich mehr. Ach, schön, wie es da angepurzelt kommt. Oh, Kristalle könnte ich auch mal pressen, oder? Ja, ist auch schon recht viel drin. Ach, scheiß drauf. Die tue ich damit rein. Denn man braucht ja immer nur einen. So. Also wenn ich Kristalle brauche, weiß ich ja, wo ich die herbekomme. So, das andere Zeug würde ich noch eine Weile brutzeln lassen. Soll ich noch mehr Beton holen jetzt? Oder einfach hier noch ein bisschen zuschauen. Schon krass, was da alles rauskommt. Ah, was ich mal noch schauen wollte. Entschuldigung. Der Tipp vom Mike. Ich sollte doch Schredder bauen. Ich habe ja hier noch Schredder. Zwei Stück hätte ich noch. Das könnte ich noch machen. Ja. So, dann würde ich einfach mal den hier Achso. Dazu sollte ich vielleicht mal kurz den Saft abdrehen. Und so, liegt hier. Ja, natürlich liegen hier wieder welche drin. Und die fangen nämlich dann nicht wieder an, gedings zu werden. So. Schredder ist drin. Und dann hier nochmal ein Schredder. Direkt davor. Ja, ich versuch's mal.
Weh. So, denn der Kommentator Mike hat gemeint, ich könnte die Sachen doppelt schreddern, beziehungsweise mehrfach, und die würden dann immer kleiner werden und aber den gleichen Ertrag bringen. Also es würde sich halbieren, also verdoppeln, irgendwie so. Naja, ich weiß ja noch nicht. Aber im Endeffekt ist es egal, dann liegen nicht so große Klumpen drin. Oh, was es wiederum schwierig macht, wenn ich jetzt anhalte und sich hier da das Zeug sammelt. Naja, wir probieren es aus. So, hier gehen noch die großen rein. Und hier wird klein geschreddert. Ich glaube, da kommt schon die gleiche Menge raus. Aber es kommt aus jedem Klumpen halt nicht mehr so viel raus. Die Nuggets sind zwar gleich groß, aber aus einem großen Klumpen kommen dann halt 3 Goldnuggets und 2 Silbernuggets. Und hier aus einem kleinen Klumpen kommt halt nur ein Goldnugget. Wobei das so schon ganz okay ist. Aus, 4. Ja, kommt schon ganz schön was bei raus. Der spuckt hier die Nuggets nur so runter. Ja, ist tatsächlich so. Also die Nuggets sind zwar gleich groß, aber es kommen pro Klumpen eben nur ein Nugget raus. Und bei einem großen Klumpen kommen halt gleich mal 2, 3 Nuggets raus. Ändert also am Preis überhaupt nichts, Mike, ne? So. Kann ich auch beweisen, indem ich mir hier einen großen hole und den jetzt, wenn kurz leer ist, so, jetzt kommt ein großer, Achtung, aufgepasst, der nächste, oh, da kam tatsächlich nur einer raus. Ja, das war aber Zufall, das kann eigentlich nicht sein. Naja, jetzt wird auf jeden Fall geschreddert. Da kommt auch nochmal ein großer dazwischen. Krasse Sache. So, ich gehe mal schlafen, es wird schon wieder dunkel. Liegen hier Nuggets? Nö. Okay. Hier könnten wir mal pressen. So, und dann schaue ich hier mal,
was hier so geht. So, was wiegt der jetzt? 22.000. Nicht übel. Und der hier? Na, jetzt. Und hier kriege ich bestimmt 50 Millionen von den Dingern raus. Das hier ist mir auch noch zu groß. Irgendwie zu groß, die Dinger. So. Die sind handlicher. Schmeiße ich die hier mal rein. Da können wir dann immer wieder zwei, drei Stück reinschmeißen. Sind auch schon kleiner. Ne, sind auch noch zu groß. So. Junge, Junge. Ist das viel. Und wie das da scheppert und rasselt. Unfassbar. Und hier nur noch. Junge, Junge. Okay, ich nehme den Eimer mal mit. So. Also der Kristalleimer, der wird auch ganz schön voll. Ist das viel Zeug. Mann, wenn es nur mit meinem YouTube auch so laufen würde, das wäre cool. Kann ich nicht die Abonnenten einfach irgendwie durch einen Schredder durchjagen und dann werden es mehr? Also theoretisch schon, ja. Also Mike, wenn du dich freiwillig erklären würdest, dich mal durch den Schredder jagen zu lassen, ob dann zwei aus dir werden, die mich beide abonnieren? Könnten wir das ja mal probieren. Wobei man dafür, glaube ich, ins Gefängnis kommt, soweit ich weiß, Leute durch einen Schredder zu jagen. Also vielleicht lassen wir das dann doch lieber. Da sortiere ich doch lieber weiter hier meine leuchtenden Kristalle. Alter Schwede, ist das viel. So, tun wir gleich hier wieder eins rein. Und hier. Huch. Und hier. So. Okay, wie viel war das Gold? 22.000, ne? So, schauen wir nochmal. 25.000. Junge, Junge. Da geht was. Au, die Folge ist schon lang zu Ende. Okay, dann machen wir jetzt auch mal. Ach, geh da rein jetzt.
Dann möchte ich das Ganze mal in Bargeld verwandeln. Und da sprüht ein Filter. Nehmen wir den. So. Repariert. Und Schicht im Schacht für heute. Der schwebt immer noch da oben, Junge, Junge. So, komm her. Den hier fest und den hier fest. Das ist gut so, das lasse ich so. Okay. So, wie viel haben wir jetzt hier drin? Keine. Sehr gut. Okidoki. Dann das da, das da, das da. Mal sehen, wie viel wir da jetzt wieder rausgesägt bekommen. Ah, gar nicht so viel. Aber wir haben ja auch erst gesägt gehabt. Meine Fresse, ist das ein Eimer voller Zeug hier. Krank. Oh, das Geld passt hier auch schon nicht mehr rein. Die 46.000. Okidoki, dann nehme ich mir den noch. Schmeiß den hier hin. Achso, die Säge brauche ich trotzdem noch. Den hier packen wir da rein. So, das hier lasse ich mal noch da drin. Da brauchen wir einen von. Dann brauchen wir das Gold. Machen wir zwei draus. Und die kommen in den Ofen. So, dann brauchen wir das Silber. Das Eisen. Da machen wir drei draus. So, Gold. Gold. Und einen schönen blauen. Ein Saphir. Und Ding. So, und das Ding ist wert 38.350. Junge, Junge. So, dann schalten wir hier um auf 3. Dreimal Eisen. Oh, schön glühen lassen. So, dann kann ich das da schon mal in den LKW bringen, denn das mache ich noch in dieser Folge schnell. Nein. Muss mein Eimer. Schwebt. Soll er nicht. So, F. F wie Franklin. Franklin von GTA. So. Renn. Highspeed. So, zack. 1, 2 und 3. Und. Ding. Und du bist wie viel wert? 29.000. Sehr gut. Huch. Na, gut angelehnt. Oh, komm her. Zack. Das Clothium, wie gesagt, könnte ich auch noch verkaufen, aber das behalte ich mal. Die könnte ich noch verkaufen. Auch nicht so viele von. Sind bestimmt auch nochmal den ein oder anderen Tausender wert. Ach, scheiß drauf, wenn wir eh schon Kohle machen. Wir kriegen so schnell wieder von dem Zeug. Nehme ich das Clothium auch gleich mit. So. Denn craften will ich eigentlich nichts. So, haben wir sonst noch was, das wir verkaufen können hier? Großer Verkaufsoffener. Sonntag hier. Nein. Q.
Gut, nur Legs haben wir im Angebot. Große, böse Legs. Okay, ich kann nicht mehr fahren. Irgendetwas blockiert mein Fahren. Vielleicht das Schwert. So. Ja, es war das Schwert. Wenn also plötzlich ihr mal nicht mehr fahren könnt, dann liegt es an einem Gegenstand. Wie ziemlich oft. Ist bei vielen Spielen so, dass einfach... das zeigt die Erfahrung, die Kollisionsmodelle kollidieren, wenn man Dinge irgendwo reinlädt. So. Machen wir so. 29.000. Dann Le Kette. 68.000. Einen Brocken, 70.000. Nochmal einen Brocken. 71.000. Und ein bisschen Clodium. 75.000. Und das kommt hier hin. Klick, klick. Zu 46.000. Macht 122.186. Von 1.000.000. Läuft. So. Nichts mehr ab nach Hause, es wird schon wieder dunkel. Junge, Junge, 122.000. Nicht schlecht. Aber dann sieht man mal, wie viel 1.000.000 ist. Das ist schon verdammt viel Geld. Ich brauche ja noch einen richtigen Parkplatz. Ich muss mir hier die Betonsachen bis hier durchziehen. Ganz klar. Junge, Junge. Ist das viel Schotter. So viel Kohle hätte ich gern. Huiuiui, würde ich mir gleich mal einen Tesla rauslassen. Mir ein Model X und meiner Frau ein Model 3. Zwei Teslas. Schön zwei Wallboxen, dass die Dinger auch immer voll sind. Ach ja, das wäre schön. Gut, sie fährt wie viel? Vielleicht 5000 Kilometer im Jahr. Da bräuchte der nicht immer voll sein. Oh, und einen Rechner würde ich mir natürlich. So ein 5000-Euro-Gerät. Zwei davon, einen zum Streamen. Ja, gut. Und natürlich Haus abbezahlen. Ja gut, bei 122, ein bisschen was. Ein bisschen was würde ich abbezahlen. So, egal. Hab ja kein Geld. Und werde auch nie so viel Geld haben. Stimmt. Leider. Naja. Ah, schön. Träumen kann man gerne. Gut, wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt, Time to Play hier bei Hydronia. Bis dahin macht's mir gut, meine Freunde. Und mit dem schwebenden Bagger und dem Sonnenuntergang. Wo ist er denn? Hallo? Ist schon, die Sonne ist schon untergegangen und genauso werde ich jetzt auch ins Bett gehen. Macht's mir gut. Ciao.